Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Tote nach Sturmtief Ilenia. Durch umgestürzte Bäume kamen zwei Autofahrer ums Leben. Feuerwehr und Polizei mussten zu hunderten Einsätzen ausrücken. Der Zugverkehr bleibt wegen blockierter Gleise laut Bahn wohl bis Samstag bundesweit beeinträchtigt. In Hamburg durchschlug eine Welle die Scheibe einer Elbfähre. Warnung vor russischer Invasion. US-Präsident Biden rechnet mit einem Angriff Moskaus auf die Ukraine. Dieser könne in den kommenden Tagen passieren. Aus der Ostukraine werden neue Gefechte gemeldet. Das verstärkt die Sorgen vor einer Eskalation. EU-Spitzenpolitiker und Politikerinnen beraten in Brüssel über mögliche Sanktionen gegen Russland. Truppenabzug aus Mali. Frankreich wolle seine Militärpräsenz in dem westafrikanischen Land beenden, teilte Präsident Macron mit. Zuletzt hatte es Spannungen mit der Militärregierung gegeben. Ob auch die 1300 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr das Land verlassen, steht noch nicht fest. Neue US-Botschafterin in Deutschland. In Berlin überreichte Amy Gutmann ihr Beglaubigungsschreiben an Bundespräsident Steinmeier und trat damit ihr Amt offiziell an. Die 72-jährige Politikwissenschaftlerin ist die erste Frau auf diesem Posten. Silber für nordische Kombinierer. Im Teamwettbewerb bei den Olympischen Winterspielen landete Deutschland nach einem starken Finish von Einzel-Olympiasieger Vinzenz Geiger noch auf dem Treppchen. Gold ging an Norwegen, Bronze holte Japan. Das Wetter. Morgen zeitweise Regen, vor allem im Norden kräftige Niederschläge, südlich der Donau freundliche Abschnitte. In der Nordhälfte besteht gegen Abend wieder Sturmgefahr. 6 bis 18 Grad.